Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Nach der mündlichen Anhörung zahlreicher namhafter Experten sind zwei Punkte unbestritten. Erstens. Eine Anpassung des Gesetzes ist zwingend erforderlich. Zweitens. Die Arbeit der Landesregierung ist auch weiterhin mangelhaft. Aber lassen Sie uns bitte konstruktiv debattieren, Einschätzungen der Experten ernst nehmen und das hessische Glücksspielgesetz passgenau auf das Land Hessen zuschneiden. Mehrere Experten haben Hessen als Vorreiter in der Handhabung des Glücksspiels bezeichnet. So soll es auch bleiben. Also schauen wir kurz zurück. Wie auch bei den vergangenen Lesungen zum Glücksspielstaatsvertrag sowie in der ersten Lesung des Glücksspielgesetzes bleiben wir als AfD-Fraktion dabei. Es handelt sich im Kern um ein gutes und wichtiges Bestreben. Die Neufassung und Verabschiedung des Glücksspielgesetzes ist dringend erforderlich, da das aktuelle Gesetz bereits Ende diesen Monats ausläuft. Mehr Spielerschutz, weniger Schwarzmarkt, einheitliche Regelungen. Das muss unser gemeinsames und fraktionsübergreifendes Ziel sein. Aber wie sieht es in der Realität aus? Aktuell sind fußläufige Entfernungen von 50, 100, 250, 300 und sogar bis zu 500 Metern länderspezifisch zu verschiedenen Einrichtungen vorgegeben. Diese unterschiedlichen Abstandsregelungen sind auch ein Kritikpunkt der deutschen Automatenwirtschaft und des Städte- und Gemeindebundes. Bereits während den Lesungen zum Glücksspielstaatsvertrag haben wir als AfD-Fraktion wiederholt die scheinbar willkürlich und ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage festgelegten Mindestabstände verschiedener Einrichtungen zueinander stark kritisiert. Schon damals, meine Damen und Herren, wollten wir als AfD-Fraktion eine mündliche Expertenanhörung. Aber da diese Forderung unter anderem von der AfD-Fraktion kam, musste sie ja im Vorfeld schon abgelehnt werden. Außerdem war die Landesregierung spät dran und musste den Glücksspielstaatsvertrag in Windeseile verabschieden. Meine Damen und Herren, das ist nicht pflichtbewusst, das ist nicht verantwortungsvoll, sondern das ist überheblich, undemokratisch und wird dem Parlamentarismus in unserer Demokratie nicht gerecht. Dabei würde es der Landesregierung gut zu Gesicht stehen, die Forderung der AfD-Fraktion ernst zu nehmen und nachzukommen. Denn auch durch die kürzlich angehörten Experten wurde der blinde Regulierungswahn des deutschen Staates wieder einmal entlarvt und die Kritik der AfD-Fraktion bestätigt. Nun im Detail. So sprach der Deutsche Sportwettenverband davon, dass ein unüberlegtes Festhalten an starren und unreflektierten Mindestabständen fatale Folgen hätte. Durch den aktuellen Gesetzentwurf sollen Mindestabstände von 250 Metern für Wettvermittlungsstellen zu Schulen und Suchtberatungsstellen gelten. Ergebnis? Schließung zahlreicher Betriebe wären die Folge, der Verlust von Arbeitsplätzen vorprogrammiert. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, die Forderung der AfD-Fraktion nach mehr wissenschaftlich fundierten Entscheidungen nachzukommen. Es geht uns hierbei nicht darum, Sie um der Kritik willen zu kritisieren. Es geht vielmehr darum, unsere Bürger zu schützen. Und wir als AfD-Fraktion sind der Meinung, der Erhalt von Arbeitsplätzen ist ein sehr wichtiger Schutz unserer Bürger. In Ihrem kürzlich eingebrachten Änderungsantrag beherzigen Sie ja glücklicherweise eine Forderung der AfD-Fraktion, indem Sie regelmäßig wissenschaftliche Begleituntersuchungen der Maßnahmen zur Glücksspielsuchtprävention und Glücksspielsuchtbekämpfung durchführen möchten. Ich stelle hier einmal mit Freuden fest, die AfD wirkt, meine Damen und Herren. Für die Finanzierung geeigneter Projekte zur Glücksspielsuchtprävention stellen Sie, liebe Landesregierung, als barmherziger Samariter da und möchten nun jährlich 1 Million € unter anderem für ein Netz von Beratungsstellen zur Verfügung stellen. Löblich. Aber Sie wissen doch schon, dass hier bereits diese Summe im Haushaltsplan vorgesehen ist und dass somit Ihre angepriesene bedarfsgerechte Anpassung gar keine Änderung ist.
Also gehen Sie bitte in sich und evaluieren Sie noch einmal die Sinnhaftigkeit Ihres blinden Aktionismus. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Baustelle, die auch durch die Experten moniert wurde. Die Kanalisierung des Schwarzmarktes. Laut Aussage von Lotto Hessen umfasst dieser Schwarzmarkt ca. 40 Milliarden Euro. Und das ist lediglich eine Schätzung. Trotz des alten Glücksspielgesetzes waren nicht alle Gerichte in der Lage, gegen Zweitlotterieanbieter wie Lotto Land oder Lotto Helden konsequent vorzugehen. Woran es lag? An einem unsauber artikulierten Gesetzestext. Das Verbot dieser Zweitlotterieanbieter steht nämlich nirgends im Gesetz, sondern muss durch die Juristen hergeleitet werden. Dem einen Gericht reicht die Herleitung, dem anderen leider nicht. Für die AfD-Fraktion steht aber fest, deutsche Gesetze müssen klar formuliert und unmissverständlich sein. Meine Damen und Herren, ein Gesetz, das sich den Kampf gegen den Schwarzmarkt auf die Fahnen geschrieben hat, es aber dann nicht schaffte, 40 Milliarden Euro auf dem Schwarzmarkt zu kanalisieren oder den Gerichten in den letzten 15 Jahren Handlungssicherheit zu geben, dieses Gesetz hätte auch in dieser Hinsicht dringendst überarbeitet werden müssen. Juristische Unklarheiten gibt es auch bei der Öffnung der Online-Casino-Spiele und anderer Online-Spiele. Hier verbirgt sich ein Volumen von ca. 30 Milliarden Euro. Und es ist wieder nicht klar, ob die Online-Anbieter überhaupt Anbieter sein dürfen oder ob sie nicht wieder den Schwarzmarkt nähren. Auch hier kommt der dringende Appell durch Lotto Hessen, mehr Klarheit zu schaffen. Herr Minister Beuth, Sie sehen doch, dass der Gesetzentwurf weiterhin eklatante Mängel aufweist. Und derzeit haben wir als Parlament die Chance, die Mängel im Vorfeld zu beseitigen. Verstehen Sie es nicht nur als einen Appell der AfD, sondern vor allem einen Appell der angehörten Experten, die täglich in dieser Branche arbeiten. Merzen Sie die verbleibenden Mängel durch fundierte Sacharbeit aus. Dann attestiert Ihnen auch die AfD-Fraktion zur Abwechslung mal eine gute Arbeit. Derzeit aber können wir Ihnen als AfD-Fraktion nur folgendes Zeugnis ausstellen. Wissenschaftlich fundierte Entscheidungen mangelhaft. Berücksichtigen konstruktiver Kritik der Opposition mangelhaft. Berücksichtigen konstruktiver Kritik der Experten mangelhaft. Kompetenz der Landesregierung mangelhaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.